Hallo und herzlich willkommen bei Crystals Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es wieder ein ganz schnelles, ganz fixes und super leckeres Rezept. Heute gibt es nämlich ein super einfaches Rezept, eine super Resteverwertung für alle die, die auch keinen Plan haben, was sie hier mit diesen tollen Schnittlauchblüten machen. Ich habe sie früher immer in die Vase gesteckt, weil ich sie einfach so schön fand und zu schade fand, die wegzuschmeißen. Aber dann habe ich dieses Rezept entdeckt und dachte mir, wow, das will ich mit euch teilen. Denn hierfür brauchen wir die Schnittlauchblüten. Die machen nämlich unsere leckere Butter auch noch optisch pimpt das Ganze auf und geschmacklich ist es wirklich super lecker. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Wir benötigen einmal 10 Schnittlauchblüten, 6 Stängel Schnittlauch, also frischen Schnittlauch, dann nochmal eine Knoblauchzehe, 125 Gramm weiche Butter, einen halben Teelöffel Salz und ein bisschen Pfeffer. Bevor wir mit unserem Rezept anfangen, ist das A und O, dass die Butter einfach nur weich ist. Dann benötigt ihr nämlich auch keinen Mixer oder sowas. Dann können wir das Ganze nämlich einfach mit einem Löffel schön verrühren. Und dann würzen wir die Butter schon mal mit Salz und Pfeffer und schneiden die Schnittlauchstängelchen in ganz feine Röllchen. Die Schnittlauchblüten, die nehmen wir einfach, ich zeige euch das mal. Nehmt ihr einfach so in die Hand. Die habe ich natürlich schon gewaschen und getrocknet. Und dann nehmen wir einfach die Schere und schneiden das quasi bis zum Ansatz, bis zu diesem Knorpel, also da, wo die Mitte der Blüte ist. Bis dahin schneiden wir einfach die Spitzen fein säuberlich ab. Jetzt nehmen wir die Knoblauchzehe. Ich muss sie nicht schälen, weil ich jetzt hier die Knoblauchpresse von Pampered Chef benutze. Da macht man das hier einfach auf, gibt die ganze Zehe hinein, kann das Ganze einmal ausdrücken und falls irgendwelche Reste sind, gibt es dann hier noch den Schaber, mit dem man dann quasi alles rauslösen kann. Ja, und die pressen wir dann einfach rein. Jetzt nehme ich mir einfach den Mixer und Scraper, den kleinen, zur Hand und dann mische ich alles einmal schön durch. Und fertig sind wir mit der Butter. Jetzt geht es eigentlich nur noch ums Anrichten. Ich mache das Ganze jetzt einfach hier in dieser Mini-Gugelhupfform. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal, ja, die habe ich schon mal in einem Video verwendet. Da habe ich so kleine, ganz kleine Mini Gugelhüpfe gemacht und das ist einfach nur eine Silikonform, denn hier können wir einfach die Butter reinstreichen, dann decke ich das Ganze einfach mit einer Folie ab, die könnt ihr danach auch wieder verwenden. Tu das Ganze einfach in den Kühlschrank oder in Gefrier auf Vorrat und so könnt ihr euch die dann quasi einfach portionsweise rausdrücken. Das ist richtig praktisch. Ihr könnt euch auch quasi einfach irgendeine andere Silikonform nehmen oder ganz einfach ein Wegglas machen, wenn ihr es direkt verzehren wollt und ja, dann sind wir auch schon fertig. Also wir lieben diese Butter und ich muss sagen, das ist auch mein neuer absoluter Favorit. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr euch noch weitere Grillrezepte wünscht oder so Beilagen zum Grillen, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare oder wenn ihr auch irgendwelche anderen Wünsche habt, lasst es mich gerne wissen. Und ich würde sagen, das Rezept schreibe ich euch wie immer auf meine Homepage und alle Artikel, die ich benutzt habe, schreibe ich auch einfach unten in die Infobox und verlinke euch meinen Shop. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.